Ja. Fitgel ist weg. Oh, Motorrad da hinten, Freund. Liz? Liz, wer ist Liz? Warum müssen immer wir Gehirn mitbringen? Ja. Wieso ist jetzt da hingefahren? Murray! Ach, guck mal, das kenne ich doch. Murray! Murray! Wo hab ich nur meinen Kopf? Das habe ich ja schon erzählt. Egal. Nachdem Flybig Albert wieder zum Leben erweckt hatte, erzählte er, warum er in Fitzrandorfs Büro eingebrochen war. Erzähl. Los. Chips. Celsius steckt sie in die Gehirne seiner Schauspielermonster, damit sie ihm und Fitzrandolf gehorchen. Seltsam. Ihr müsst sie euch wie kleine Musik-CDs vorstellen, die durch das Ohr ins Gehirn eingeführt werden. Sie wiederholen ständig, was darauf aufgenommen wurde. Etwa, Fitzrandolf ist dein Meister. Das passt nicht ganz. Veranstaltet Willy das alles nur, damit die Monster Familienfilme drehen? Da muss noch was anderes dahinter stecken. Liz war gerade im Begriff, dieses etwas andere zu entdecken. Aber wegen der immer stärker werdenden Kopfschmerzen und ihrer Konzentration auf das Buch hörte sie die Tür nicht. Ich bedauere, dass ich Sie unterbrechen muss, meine Herren, aber wären Sie so freundlich, mich zu begleiten. Liz! Lauf weg! Liz! Lauf! Meine Kopfschmerzen sind auf einmal weg. Herr Fitzrandolf, wie schön. Keine Sorge, Dan. Herr Fitzrandolf bringt alles in Ordnung. Fitzrandolf mag mich. Fitzrandolf mag uns alle. Entspannen Sie sich, Herr Murray. Bald werde ich Ihnen einen Chip ähnlich dem von Miss Allaire einsetzen. Ich warte hier auf dich, Dreiauge. Celsius ist auf dem Holzweg, wenn er meint, dass ich hier gefesselt abwarte, bis er mir einen Chip verpasst, sagte sich Dan. Was für ein Typ. Sein Freund, das Insekt, wird warten müssen. Ich habe noch keinen Chip für Moskitohirne entwickelt. Celsius! Keiner schafft es, mich so irritierend zu verärgern wie er. Beruhige dich, Kleiner. Die Meisterschaft gewinnen wir. Das ist eine sehr interessante Wendung und Liz hat anscheinend schon einen Chip in ihrem Kopf, mit dem sie auf Fitzgerald hört. Und wir müssen uns jetzt irgendwie befreien. So, was können wir denn jetzt hier alles sehen? Wenn er nicht gelogen hat, bereitet er gerade einen Chip vor, der mich zu Fitzrandolphs Sklaven macht. Und das wäre nicht gut. Da ist Professor Fly. Celsius hat ihn dort eingesperrt, um ihn zu demütigen. Das sieht so aus, ja. Da ist ein Schalter. Vielleicht wird er benutzt, um die Tür zu öffnen. Das wäre durchaus möglich, aber... Ich habe keine Ahnung, wohin die führt. Das habe ich auch mehr gedacht. Ja, erstmal sollte ich mich vielleicht befreien. Das wäre ein guter Anfang. Ein Hebel. Damit hat Celsius Flys Käfig hochgezogen. Kann ich meine Hände und Füße sind gefesselt. Okay, ich kann überhaupt nichts bewegen. Und ich guck mal, was ich im Inventar habe. Oh, so viel? Ja, die haben mich aber anscheinend gründlich durchsucht, ja? Ein Bein? Das muss einem von Celsius Robotern gehören. Noch bin ich gefesselt, aber sobald ich mich befreit habe, wird es beim Home Run auf Celsius Kopf helfen. Das ist schon mal schön. Ich puste mal. Vielleicht bewegt er sich ja. Viel Spaß. Ich guck mal kurz die Hotspots an. Da ist noch einer. Der Knopf, das Ding, der Ausgang, das Bein, der Hebel und das Bein. Was bist du denn? Damit ist die Irre verschwunden. Ein Fahrstuhl. Es sieht sehr ausschlaggebend aus.
Geht noch nicht. Alles zu seiner Zeit. Ja. Meine Hände und Füße sind gefesselt. Ich puste mal. Damit wird der Käfig hoch und runter bewegt. Aber wie, was kann ich jetzt tun, damit ich da rauskomme? Kann ich rufen? Hey, Dreiauge! Aha. Warum störst du? Ich habe eine Frage. Eine und nur eine. Okay, zwei. Wo sind Big Albert, der Poet und der immaterielle Mann? Hier, in einer Zelle neben meinem Arbeitstisch. Sie warten ungeduldig auf ihren Chip. Da hast du deine Antwort. Du kommst doch bestimmt nochmal. Hey da, Dreiauge, ich habe eine Frage. Eine und nur eine. Ja. Wirst du das Roboterbein vom Tisch nehmen? Falls nicht, werde ich dir nämlich damit auf den Kopf hauen, sobald ich frei bin. Machen wir es noch spannender. Ich lasse es dort und sobald ich dir den Chip verpasst habe, werde ich dir befehlen, dir selbst damit auf den Kopf zu schlagen. Und du wirst es tun. Frage beantwortet. Okay. Redest du mit mir? Hallo, alter Brummer. Was gibt's, Murray? Celsius hat dich ganz schön überrumpelt, oder? Das Schlimmste ist, dass ich meinen Spucknapf nicht dabei habe. Okay. Ich weiß nicht, welche Spucke du meinst. Ich weiß aber, dass ich nichts davon hören sollte. Trotzdem, erklär mal. Wenn ich mich ärgere, spucke ich. Es ist so, Murray. Meine Spucke ist ätzend, wie die von Fliegen. Es ist eine Art Säure. Wenn man mich ärgert, bildet mein Körper eine Art ätzende Spucke als Verteidigung gegen den Grund meines Ärgers. Ätzend? Inwieweit? Nicht so stark, um das Metall des Käfigs zu zersetzen, aber genug, um dir die Hosen wegzuätzen. Faszinierend. Das könnte uns helfen. Wie sieht es mit deiner Zielgenauigkeit aus, alter Brummer? Ich bin der zweitbeste Spucker des Pendleton Club. Ich rufe jetzt Celsius und du spuckst ihm ins Gesicht. Einverstanden? Murray, ich bin Forscher und kein Killer. Kein Wort mehr darüber. Außerdem blieben wir trotzdem gefangen. Jeden Moment könnte jemand reinkommen, Celsius sehen und unsere Lage wäre noch schlimmer. Das ist wohl richtig, ja? Was hat dir Celsius erzählt, während seine Roboter mich gefesselt und dich in den Käfig gesteckt haben? Wie der Chip gefertigt wird, wie er ins Hirn kommt, wo er angebracht wird, wie er funktioniert. Armer Celsius. Armer? Murray, das größte Problem von Wissenschaftlern wie Celsius ist, dass sie ihre Erfolge in keiner wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlichen können. Deswegen müssen sie Kollegen wie mich entführen, um mit ihren Fortschritten zu prahlen und verstanden zu werden. Okay, ja. Glaubst du, dass du den Chip von Liz entfernen kannst? Möglicherweise. Es wäre riskant, aber ich denke, dass ich ihn sauber aus ihrem Gehirn entfernen kann. Okay. Warum präpariert er zuerst meinen Chip und nicht deinen? Weil er für ein Monster eine andere Art Chip braucht. Aber da ihr Nicht-Monster euch alle so ähnlich seid, wird er dir dasselbe Modell einpflanzen, das er für Liz benutzt hat. Liz. Spuck mich an. Was für ein Typ. Wie könnte ich dich anspucken? Zielgenau. Ich möchte, dass deine ätzende Spucke die Fessel meiner linken Hand zersetzt. Aber das ist ein großes Risiko. Und wenn ich daneben spucke? Mach dir meinetwegen keine Sorgen. Ich hätte noch meine Rechte, um dir mehr als die Nase zu brechen. Zurück zum Punkt. Irgendetwas funktioniert hier nicht ganz. Ich habe das Bedürfnis, einen verdienten Wissenschaftler zu fragen, ob er den Unterschied zwischen Hand und Fuß nicht kennt. Bedauere, Murray. Du bist zu weit weg. Ja, aber das hilft mir schon. Meine Hände und Füße sind gefesselt und... Nanu, Eigentor. Kommt er nicht weiter runter? Messerscharf erkannt. Er könnte nur wieder höher, aber... Hallo, alter Brummer. Was gibt's, Murray? Ich bin jetzt näher dran. Spuck mich nochmal an. In Ordnung. Von hier aus kann ich es versuchen... Nein, ich kann es nicht.
Was ist denn jetzt? Ich habe keine Spucke mehr, Murray. Mein Mund ist völlig trocken. Muss ich dich beleidigen? Hat Fitz Randolph dir nie vorgeschlagen, etwas Illegales zu tun? Niemals. Und das, obwohl er einen Freund hat, der ständig solche Dinge vorschlägt. Erzähl weiter. Er sagte mir, stell dir vor, ich hätte einen Freund, der dir vorschlagen würde, manipulierende Chips zu entwickeln, die man den Leuten ins Gehirn einpflanzen könnte. Was würdest du ihm antworten? Ich sagte ihm, dass das moralisch verwerflich ist und dass ich glücklich war, dass sein Freund nur imaginär sei. Faszinierend. Also hat er dir erzählt, was er vorhat und, naja, egal. Was hat dir Celsius erzählt, während seine Roboter mich gefesselt und dich in den Käfig... Wie der Chip gefertigt. Armer Celsius. Entspann dich. Danke. Geht noch nicht. Alles zu seiner Zeit. Hallo, alter Brummer. Was gibt's? Sieh zu, dass dir die Spucke nicht wegbleibt. Okay, Hallo, Alter. Was gibt's? Ich werde dich schonungslos ärgern. Mach es dir gemütlich. Riechst du so, weil du nicht geduscht hast, oder liegt das an deiner Ernährung? Erinnerst du dich nicht, dass ich heute Nachmittag geduscht habe und dass wir beide Pizza gegessen haben? Da war noch was, ja. Meine Beschreibung deiner Mutter beinhaltet ein Dutzend übelklingender Worte. Was für ein Typ. Eine Fantasie hast du. Deine Intelligenz ähnelt deiner Statur. Intellektuell gesehen bist du ein Zwerg. Ich kriege langsam Bauchweh vor lauter Lachen. Wenn die Proportionen bei dir stimmen, hast du keinen Liebespinsel, sondern einen IKEA-Bleistift. Wie peinlich. Aber was für ein Typ. Kann ich denn die Leute nur verärgern, indem ich Autos demoliere? Kannst du Spuck jetzt? Spuck mich nochmal an. Ich habe keine Spucke mehr, Murray. Mein Mund ist völlig trocken. Warum präpariert er zuerst meinen Chip und nicht deinen? Weil er für ein Monster eine andere Art Chip braucht. Aber da ihr nicht Monster euch alle so ähnlich seid... Ja. Entspann dich. Treffsicherheit ist nicht sein Ding, was? Bedauere, der Käfig kommt nicht weiter runter. Ja, aber vielleicht bedauere, der Käfig kommt nicht weiter runter. Es sieht sehr... Noch bin ich Hoffentlich kann er den Chip der Irren entfernen. Ich habe jetzt ein Bein frei. Aber ich kann ihn heben. Dass ich mit dem Fuß rankomme, ist ein unglaubliches Detail, nicht wahr? Bedauere, der Käfig kommt nicht weiter runter. Sich befreien, ehe Celsius mit dem Chip wiederkommt. Ich könnte ihn näher kommen lassen, um ihn dann mit einem Tritt K.O. zu hauen. Aber ich möchte lieber ganz frei sein, bevor ich ihm verpasse, was er verdient. Ich werde trotzdem mit ihm sprechen. Hey da, Dreiauge! Ich habe eine Frage! Ich mach das jetzt mal. Nur eine. Warum kannst du mich nicht losbinden? Ich bin ein guter alter Freund von Willy. Hab Geduld. Sobald ich dir den Chip eingepflanzt habe, wirst du ihm ein noch besserer Freund sein. Ende der Unterhaltung. Gut, dass er blöd genug ist, um nicht zu merken, dass der Käfig weiter unten ist und mein Bein frei ist. Es gibt wirklich nichts anderes an Hotspots außer dem Hebel und... Damit hat Bedauere, der Käfig kommt nicht weiter runter. Hallo, alter Brummer. Was gibt's mir? Sieh zu, vielleicht kann ihn ja Dr. Celsius... Hey da, drei... Komm her. Eine und nur eine.
Weißt du, dass der alte Brummer ein übles Spiel mit dir plant? Was? Er meint, du bist so unendlich blöd, dass er direkt vor deiner Nase flüchten wird, ohne dass du es merkst. Ach, sowas. Und etwas muss dran sein, weil er den Käfig runtergeholt hat, ohne dass du es gemerkt hast. Ekelhaftes Insekt! Er wird keine Lust mehr haben, das nochmal zu versuchen. Na, kleiner Brummer? Verärgerungspegel? Überlaufend hoch. Spuckepegel? Hoch, überlaufend. Tu mir einen Gefallen. Triff genau. Und ohne weitere Umstände war Dan endlich frei. Unmittelbar darauf befreite er Dr. Fly und war bereit, das zu tun, was er schon lange im Sinn hatte. Hey, Dreiauge! Dr. Celsius, Herr FitzRandolph sagt das. Hey, Herr Professor, sind die beiden schon überzeugt? Ja. Murray! Wir haben Besuch, schrie Professor Fly. Dan behandelte den Gast auf der Stelle mit der ihm ureigenen Freundlichkeit. Professor Fly stellte daraufhin sein chirurgisches Geschick unter Beweis und entfernte den Chip aus Liz' Gehirn. Oh-oh. Oh-oh, was? Er ist zerbrochen. Ein Stück ist im Gehirn stecken geblieben. Und was machen wir jetzt? Bitte, bitte nicht aufgeben. Bitte sterben Sie nicht, Fräulein. Oha. Cool. Ich habe ein Gedicht. Poet, Poet, der Herzenswunsch besteht. Was? Angst besiegen, Hemmungen überwinden. Der Poet des Schmerzes hätte es nicht besser formulieren können. Wenn sie sich retten wollte, musste Liz ihren innigsten Herzenswunsch entdecken. Aber vorher musste sie ihre größte Angst besiegen und ihre stärksten Hemmungen überwinden. Aber wie sollte sie das anstellen? Hier ist doch überhaupt nichts. Ah, wie schön. Elfte Etage, Loch, Loch, Loch. Er würde runterfallen. Ich habe nichts, womit ich ihn am Loch befestigen könnte. Denn das ist... Das habe ich nichts dabei, ne? Gut. 80. Aber das bin doch ich. Jetzt bin ich wirklich völlig verrückt geworden. Verrückt und taub. Ja. Schachtel, 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 Schachtel. Ich? Was lese ich da? Das Glas ist viel zu dick, als dass ich mich hören könnte. Ja, aber was liest du da? Was liest du da? Was liest du da? Was liest du da? Ich guck mal in die Schachteln. Aus irgendeinem Grund weiß ich ganz genau, was in den diversen Schachteln ist. Ich frage mich etwa, was da drin liegt und antworte mir, da sind ein paar... Was? Ein paar BHs. Sie müssten riesig sein. Schreibtisch. Da steht eine typische Knotenlampe drauf. Ja, habe ich schon tausende von gesehen. Mal sehen. Der Notizblock kommt mir bekannt vor. Ah, ich habe mich gerade an etwas erinnert. Ich habe Big Albert in FitzRandolphs Büro erwischt. Genau. Hey. Schachtel. Kommt aus einem fernen Land.
Schön. Aus einem fernen Land, von dem wir gar nichts verstehen. Immer noch schön. Wir können rein gar nichts von ihnen verstehen.